Kila Salai und willkommen zurück zu Penumbra Overture. Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meiner letzten Aufnahme irgendwie mein Mikrofon ein bisschen versagt hat, also ich ziemlich abgehackt und alles mögliche klinge. Ich habe jetzt ein paar Tests gemacht und das Programm neu gestartet. Ich kann jetzt nicht ganz erklären, warum das jetzt auf einmal passiert ist. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so ist. Und hoffe nicht, dass das Ding jetzt kaputt ist. Naja, schauen wir mal. Ich werde es ja jetzt sehen. Ich hoffe, dass es jetzt wenigstens die 20 Minuten noch aushält und dann muss ich mir was anderes überlegen. Naja, wir lesen jetzt hier am besten mal die Notiz, die wir hier noch gefunden haben und schauen, wie es weitergeht. Also, Magnesium, Calcium, Barium, Chlorid, Phosphorus und Sodium. If I count correctly, I should have all of the 6 chemicals listed in the note. Do not forget, badly administrated dopamine clouds frequently everything. Badly administered dopamine clouds frequently everything. Okay, die Chemikalien haben wir alle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das tun wir mal hier unten hin. Ja, ich wollte es eigentlich nur... Aber das ist natürlich blöd, dass da nur A, B, C, D, E, F, G. Also ich hoffe mal, dass das dann 1, 2, 3, 4, 5 entspricht. Das sehen wir. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich nur irgendwo hin, wo wir das auch benutzen können. Also einfach in den Fläschchen hin und her mixen können wir das wahrscheinlich eher nicht. Davon gehe ich nicht aus. So, ja. Da ist unser Hund, dann gehen wir hier lang. Ja. So, wir waren jetzt ins... Achso. Vielleicht sollten wir jetzt mal zum Incinerator. Da waren wir noch nicht. Da gehen wir jetzt also links rum. Gut. Machen wir das. Dann ist schon wieder einer. Ja, okay, wir sind richtig. So, und jetzt eigentlich hier nur ganz nach rechts. Ja. Oh, hier rauscht. It's stuck. A small gap gave me a chance to pry it open with the right tool. Tja. Jetzt bräuchten wir, denke ich, doch das Brecheisen in dem das in der Notiz von dem Typ gestanden hat, der da am See war. Also müssen wir doch über den See irgendwie drüber kommen. Ja. Aber, oh. Scheiße. Section B. Da nun, glaube ich. Ja. Oha, da ist schon wieder der nächste Hund. Oje, das wird eng. Das wird eng. Das wird scheiße, wenn ich natürlich auch noch in die falsche Richtung laufe, wird es richtig eng, ja. So. Oh, nee, ich habe mich... Ah, nee, okay, hier ist unsere Falle. Jetzt haben sie auch aufgehört, uns nachzulaufen. Ja, also wir müssen irgendwie das Brecheisen erreichen. Nur wie? Wir haben ja jetzt... Hier sind irgendwelche Fässer, die uns aber gar nicht bringen. Hier war ja, was ist eigentlich mit dem passiert, dass nur noch eine Blutlache übrig ist? So. Ich hoffe, das stimmt auch, dass das hier speichert, aber es wird ja auch so hell. Noch nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Nö. Wie könnte man das denn machen? In der Notiz stand doch meines Erachtens, dass man sich da wohl langsam drüber arbeiten muss. The only way to cross would be to carefully spread your weight evenly across the surface. Ja. Das macht ja auch Sinn, aber wie sollen wir das machen? Ich kann mich ja hier nicht hinlegen. Außer ich
rieche. Macht das irgendeinen Sinn? Nee. So, ja. Sind wir genauso weit wie vorher. Das hat eigentlich ganz gut hier geklappt. Wenn das hier klappt, dann müsste das doch eigentlich so auch klappen. Irgendwie. Wie weit können wir uns da vorwagen? Oh, das war's schon. Vielleicht, wenn wir hier immer so am Rand entlang uns hangeln. So, da ist schon das nächste. Das wahrscheinlich uns gleich zusammenkracht. Weil der Rand sieht recht stabil aus. Hier sind, glaube ich, Fußspuren. Kann das sein? Nee. Hier liegt doch irgendwas. Oh je. Komm. Jetzt haben wir es schon so weit geschafft. Was macht denn da so? Uah! Oh. Ja. Das ist doch jetzt kein Arm, oder? Alter, fuck. Okay. Er hat es aber scheinbar versucht. This Godex glove is high-tech modern stuff. I really hope there's not a body attached to it, though. Jesus, what a way to go. Ja, das hoffe ich auch. Ich hätte gerne seine Brechstange. I don't have the strength to pull the grubber out of the frozen hand. Abschneiden? Ja, irgendwie müssen wir sie loskriegen. Ja. Oh nein. Uah. Oh nein, wir können es auch noch anfassen. Ja, jetzt versuchen wir hier wieder so zurückzugehen. Ich habe eigentlich keine Lust, hier noch weiter über den See uns zu hangeln. Können wir auch hier lang? Nee, das wird nicht funktionieren. Nee, jetzt gehen wir lieber den Weg, den wir auch gekommen sind. Bevor uns das hier jetzt irgendwie... So. Dauert zwar ein bisschen, aber Hauptsache, wir haben das Brecheisen jetzt. Hat ja doch ganz gut funktioniert jetzt. So, jetzt müssen wir nur halb wieder drüber kommen. Ja, hat funktioniert. Juhu! So, ich hoffe, wir müssen hier nicht noch was holen. So, nochmal benutzen. So, und jetzt ganz zurück. Was war jetzt? Achso, der Incinerator war blockiert. Da sollten wir jetzt hingehen. Das versuchen wir doch mal. Müssen wir erst wieder an 1000 Hunden vorbei? Mann, ich hoffe jetzt nicht, dass das Mikro kaputt ist. Das ist zwar nicht das Beste, aber... Das wäre jetzt richtig kacke. Das ist nämlich eigentlich ziemlich neu. Chemical stopped. Ja, okay, hier sind wir richtig. So. Aber wir sollten ein bisschen aufpassen jetzt mit den Hunden. Weil wir ja noch... Oh nein. Puh. Weil wir ja noch die Tür da vorne aufbrechen müssen. Hier haben wir doch noch so eine Hundefalle. Oh nee, das ist... Scheiße, das ist nicht nah genug, nicht weit genug drin. Kommt da schon. Ja, jetzt steht da halt nur in der Tür da drin. Ich hoffe, das andere frisst da auch noch. Wie lange der da wohl dran frisst? Ziemlich lange.
Ist doch nur ein Stück Fleisch. Mein Hund hätte das innerhalb von 2 Sekunden weg. Der wird das nicht mal kauen. Boah, nee. Ach so, okay, ja. Jetzt hat er es gefressen. Tschüss, Hund. Nee, bleib bloß zu. So, und jetzt... Hebel. So, das gucken wir uns jetzt aber nicht wieder an. So, der Incinerator... müsste doch hier dann sein. Sie ist gar nicht. So, wo sind wir? Oh ne. Oh nein, was ist jetzt los? Was hat uns denn jetzt entdeckt? Ist das denn zu fassen? So, jetzt versuchen wir das einfach mal schnell. Wo ist denn die Crowbar? Ach hier. Okay, jetzt kann er uns auch egal sein, der doofe Hund. Aber ich möchte wissen, das muss der andere Hund jetzt gewesen sein. Der sich jetzt hier angeschlichen hat. Mistvieh. Na, ob wir im Incinerator groß was mit Chemikalien machen können, glaube ich ja irgendwie nicht. Where are you, my shiny knight? Have you really made it this far? I wait and wait, and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Ren all alone once more, like all the others. Aha, hier muss der gute Red dahinter verborgen sein. Ja, hier wollte er doch irgendwas sagen. Has long since fallen away, but Red or someone has bridged the gaps with wooden blanks. Das war sehr nett von wem auch immer. Hey, was sind wir denn hier? Incinerate hätte ich ja jetzt irgendwie so eine Art Krematorium oder sowas erwartet, aber das hier nicht. Oh Gott, irgendwo hängen geblieben. So. Und jetzt geht die natürlich auch noch nach da auf. Das ist natürlich richtig blöd. So. Ja, ja, ich weiß, dass wir hier zu weit wegstehen. Ist ja nirgendwo was drin. Unglaublich. Ja, this room should serve me well as a potion mixer with the explosives book being my guide. Mhm. Ja. So, da haben wir Glass Speakers. Aha. Okay, der kommt wahrscheinlich hier drauf. Und das Buch soll uns jetzt in irgendeiner Form weiterhelfen. Aha, hier haben wir mal wieder ein Fuse gefunden. Okay, dann schauen wir noch mal rein. Ah, nee. Also zuerst Magnesium, dann Calcium. Aber woher soll ich denn wissen, was Magnesium und was Calcium ist? Labeled with an A? Ist das einfach A, B, C, D, E, F? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Right, I need a gas supply before I can light the burner and a beaker to mix the gas. Achso. Okay. Gut. Ist es jetzt an oder muss ich das jetzt noch mit dem Feuerzeug? So, okay. And I'm mixing this one with B, würde ich mal sagen. C. D. Nee, das scheint nicht richtig zu sein. Tja. So, ich mache jetzt einfach mal wieder Trial and Error hier.
Nee. Das macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ach. Müsste man jetzt die Farben von denen wissen? Hätte ich mal besser aufgepasst. Ja, okay. Das ist sozusagen, wenn es falsch ist, dann kommen diese Wölkchen raus. Und so unterschiedliche Farben haben die, diese zwei hier zum Beispiel. Ist ja wohl ein Witz. Da wäre es ja einfacher, wenn jetzt die Abkürzungen von den Elementen draufstehen würden. Aber wenn da natürlich nur ein O draufsteht, kriegt das irgendwie gar nichts. Ach, was soll's. Ich habe keine andere Idee gerade. Vielleicht funktioniert ja irgendwas. So, damit. E hatten wir ja gerade. Oh. It should stay stable. Ich bin schon fertig. Wir haben jetzt. Ja. Und jetzt muss ich was tun. Was muss ich. Ach so, jetzt muss ich das darüber transportieren. Okay, hier war ja eine ganz normale Tür zum Aufmachen. Oha. Und das soll das jetzt aufsprengen. Seid ihr euch da sicher? Ah! Ja. Das ist natürlich bitter. Komm, das versuchen wir jetzt noch. Den guten Red da hinten zu retten. Jetzt sind wir so nah dran. Jetzt haben wir es auf Anhieb ohne Absturz geschafft, hierher zu laufen. Einen Absturz haben wir ja noch gebraucht. Ist klar. So. Komm, vorsichtig. Ich frage mich, was hier passiert. Ach, diese kleine Erschütterung, die reicht schon. Ja, gut. Okay. Das macht es natürlich noch komplizierter. Mann. Ich bin doch hier auch gesprungen. Da ist es nicht explodiert. Ich muss ja hier auch springen. Da war ich irgendwie noch zu langsam. Jetzt kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das hier auf Zeit geht. So, jetzt muss ich hier aber sprengen. Ich kann nichts anderes tun. Okay. So, da sind wir. Oh oh. Schnell weg. So, das müsste ja eigentlich reichen. Oder? Irgendwie passiert da nichts. Ich nehme an, wenn ich jetzt hin, die explodiert's. Hallo? Muss ich jetzt noch irgendwas draufwerfen? Was soll ich denn jetzt tun? Hallo? Hier hinten irgendwie ein Stein oder so? Einschlagen? Komm. Nee. Now I need to come up with a solution to remove the rubble. Ja, da ist unsere Lösung doch. Nee.
Ah, ja, sicher. Okay. Ja, schon klar. So, jetzt aber. So, ich hoffe, das ist weit genug. So, Red, wir kommen. Wir sind auf dem Weg zu dir. Bin ich ja mal gespannt, ob der wirklich hier auf uns wartet. Da ist mal Licht. This door is different, newer than all the others. This must be where Red's been leading me all this time. Ja, der Part ist zu Ende. Und ich würde sagen, es ist hier ganz spannend aufzuhören. Und wir sehen uns im nächsten und schauen, ob wir endlich auf Red treffen. Bis dann!